Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Ja Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Fashion-Kanal für die Leute, die gerade neu zuschauen. Hallo, ich hoffe es geht euch gut. Warum mache ich so ein Intro? Ich weiß es nicht. Ja, heute geht es mal um das Thema Mützen. Ihr habt sicherlich mitbekommen, in letzter Zeit trage ich ziemlich oft Mützen, was daran liegt, dass ich meine Haare lang wachsen lasse. Ich nehme es ganz kurz einmal ab für euch, dass ihr seht, wie sie gerade aussehen. Ich habe sie gerade frisch gewaschen, weil ich Slow Motion rein soll. So lang ist das der aktuelle Stand der Dinge. Die gehen jetzt bis, ja, noch nicht mal bis zum Mund. Aber ja, damit ihr es einfach mal seht, ich habe gesehen, dass Justin Bieber so eine neue Frisur hat. Wenn ihr so ein Tutorial haben wollt, wie man die stylt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich finde es gar nicht so scheiße, seine Frisur, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Egal, ich setze schnell wieder meine Mütze auf. Naja, jetzt habt ihr auf jeden Fall mal gesehen, was der Grund ist, warum ich die ganze Zeit Mützen trage. Und ich dachte mir, das liegt ja dann super nah, euch mal so ein Mützen-Video, meine Top 5 oder wie viele Mützen auch immer ich jetzt gleich zeige. Ich glaube, es sind sogar 5. Meine Top 5 Mützen derzeit euch mal präsentiere. Haben auch eigentlich ziemlich viele Leute in die Kommentare geschrieben, wo ist die Mütze, wo ist die. Und da wir ein Fashion-Kanal sind, machen wir das doch einfach mal hier, ja? Fangen mit der Mütze an, die ich jetzt auf den Kopf trage. Und zwar ist das so eine Kaschmir-Mütze von der Firma COS. Die gibt es auch noch in anderen Farben, in so einem Grau, ich glaube in einem komplett Schwarz, in einem Rot, in einem, was habe ich denn hier drauf? Guck mal hier, hier die ganzen Baum mitgenommen, ey. Das ist das Problem, wenn man so groß ist, dann pat, knallt man mal an die Bäume gegen und nimmt Blätter mit. Auf jeden Fall gibt es die noch in verschiedensten Farben. Die ist von der Firma COS, habe ich das schon erwähnt? Ja, habe ich glaube ich schon erwähnt. Ich zeige euch mal, das ist glaube ich so ein Ableger von H&M. Ich will mich nicht vertun, aber ich glaube es ist ein Ableger von H&M. Die haben auch ziemlich coole Sachen. Vielleicht mache ich demnächst mal ein Shopping-Haul dort. Ja, die sind so ein bisschen feiner, bisschen schlichter auch von den Schnitten, aber gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich denke, das werde ich mal machen, so ein Shopping-Haul oder mal so ein Outfit vorstellen. Ich zeige euch einmal, wie das, so sieht das Symbol aus, falls ihr das noch nicht kennt. So, schaut mal. Mir gefallen die Mützen echt gut, weil die angenehm sind zu tragen halt vom Material her, weil man die auch ziemlich gut kombinieren kann. Diese graue hier geht fast überall zu. Die sind, ja, einfach, ja, es sind einfach super schöne Mützen durch. Die gibt es schon seit, ist so blöd, wenn was Licht spielt man immer damit rum, ne? Kennt ihr das auch so? Das ist immer rumwuschelt. Egal. Hoffentlich hängt es nicht hinten dran. Jetzt. Auf jeden Fall. Ich habe die schon vor längerer Zeit mal geholt. Firma COS. Finde ich richtig gut. Dann eine Mütze, die ich in letzter Zeit getragen habe, wo ziemlich viele Leute Kommentare zugeschrieben haben, mein Mobbing-Video und ein paar Bilder gepostet. Das ist diese hier. Ich zeige euch immer My Bushi oder so, wie das heißt. Ich erzähle euch gleich die Geschichte dazu. So sieht die Firma aus, die das machen. Was hier eigentlich ganz cool ist, ja, so ein Bommel drauf. Viele Leute dann, sie changen aus Bommel. Das kann man einfach so reinmachen. Dann ist der Bommel innen drinne und die Mütze ist, so, seht ihr? Das ist ganz cool. Dann ist das Ganze ohne Bommel. Also, so ist für Frauen. Zack. Und so ist für Männer. Zack. Und so ist für dich. Spaß. Das heißt, ihr könnt euch die kaufen. Oh, die riecht voll gut, die ist frisch gewaschen. Das heißt, ihr könnt euch die kaufen und mit eurer Freundin teilen. Eigentlich ganz cool. Also ich finde die von der Farbe gut, ich mag das Gestrickte. Hier steht auch drauf Made in Germany. Jetzt erzähle ich euch die Story, okay? Wir haben ja, wie ihr wisst, unsere ganzen Sachen ausgemistet. Und der andere hat das auch gemacht, hat seinen ganzen Kram ausgemistet und da ist diese Mütze bei ihm, habe ich gesehen, die lag da rum, ne? So, weil er war gerade dabei, seine Sachen einzukramen. Ich sag, ja, wo ist die her? Und er sagt, ja, irgendwie meine Ex-Freundin, keine Ahnung. Und ich sag, ja, gib mir her, die trage ich auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen auf. Und daher weiß ich auch nicht genau, wo die herkommt, ganz lustig. Also an alle Ex-Freundinnen von André, ich trage eure Mützen auf. Falls ihr die zurückhaben wollt, dann schreibt mir bitte eine E-Mail oder kontaktiert mich auf Facebook. Ich möchte natürlich niemanden seine Mütze unrechtmäßig entwenden. Aber daher habe ich die und weiß nicht genau, wo die herkommt, wo man die kaufen kann. Ich kann es euch nur nochmal zeigen. So heißt es mit so einer Nuss drauf. Ganz lustig. Dann als nächstes auch ziemlich ähnlich so von diesem Strickding her, aber von der Qualität her finde ich definitiv besser. Ist diese Mütze hier. Die ist von Frau Bayer. Liebe Grüße an Frau Bayer. Frau Bayer hat mir nämlich früher mal, das ist schon bestimmt 3-4 Jahre her, Mützen zugesendet. Ich blende auch mal Bilder ein. Ich hoffe, ich finde noch welche online. Die macht das alles per Hand selber am Stricken, am Häkeln. Und die macht das Ganze hier sogar in Berlin. Die weiß gar nicht, dass ich jetzt gerade ihre Mützen präsentiere. Ich hoffe, Frau Bayer, du freust dich darüber. Sie freuen sich, Frau Bayer. Ich habe sie noch nie persönlich kennengelernt, aber die hat mir früher mal so Mützen zugeschickt, unter anderem auch diese hier. Und die hat viele verschiedene Farben, verschiedene Muster. Man kann sich die selber zusammenstellen lassen. Richtig gut und das ist wirklich eine gute Qualität. Soll ich die mal auf? Ich setze sie mal kurz auf.
von Frau Bayer. Ich gucke gleich mal nach. Ich hoffe, Frau Bayer macht noch Mützen. Dann packe ich den Link auf jeden Fall in die Beschreibung. Aber wenn ihr euch mal sowas auch, ne, also solche Mützen hier irgendwie zusammenstellen wollt, in anderen Farben, rosa, pink, lila, blablabla, kann die alles machen. Ja, und hat auch viele vorgefertigte, also richtig, richtig cool. Schaut mal nach. Gerade jetzt hier für den Herbst, Winter, sehr, sehr schöne Mützen. Dann, ja, eine Mütze habe ich gefunden, gerade bei H&M aktuell, 2 Euro oder so hat die gekostet, so eine rote. Ich weiß nicht, ich sammle gerade einfach Mützen ohne Ende. Ich kann wahrscheinlich in einem Monat ein neues Mützenvideo machen und habe 30 neue Mützen und Beanies. Aber egal, 2,50 Euro wollte ich nur zeigen, gerade derzeit bei H&M. Also könnt ihr mal losgehen, so eine günstige Mütze. Dann wurde auch ziemlich oft gefragt in den Kommentaren, wo diese Mütze hierher ist. Die ist auch von H&M, kann man auch so aufmachen. Das ist an sich so ein Schal, zeige ich euch hier so, kann man so machen, hält warm oder kann man hier so als Mütze nutzen. Eigentlich auch ganz cool. Jetzt beende ich das Video mit der Mütze. Genau, das sind die Mützen, die ich derzeit trage, so ein paar schlichte, dunklere. Ich hoffe, dass meine Haare demnächst eine Länge haben, dass ich nicht mehr so viel Mützen tragen muss, aber es wird ja kalt, von daher geht das. Ist eigentlich perfekt jetzt für die Übergangszeit Mützen zu tragen. Jetzt spiele ich schon wieder rum, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Meine Mützen, die ich jetzt gerade so derzeit trage. Wenn ihr sowas mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich war auch übrigens, muss ich zeigen, ich war wieder shoppen bei DM und habe so nur speziell fürs Gesicht ein paar Produkte gekauft. Wenn ich dazu ein Review machen soll oder ein DM-Haul, dann schreibt es auch bitte in die Kommentare. Ich habe ja letztes Mal so ein Pickel-Video gemacht, was ziemlich gut angekommen ist. Und dann habe ich mich jetzt nochmal auf die Suche gemacht nach Produkten, die vielleicht ein bisschen besser helfen. Ihr seht, meine Haut ist auch definitiv besser geworden. Woran das liegt und so, erzähle ich euch dann alles mal demnächst in einem Video, wenn ihr das wissen wollt. Schreibt es einfach in die Kommentare. Setzt mir euer Kanal für Mode und Lifestyle. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Peace.